Willkommen zurück zur nächsten LPX-Folge. Wir widmen uns heute mal wieder dem elendigen langen Thema der Lagergasse. Heute ist allerdings der, ich sag jetzt mal, Tag der Wahrheit, der finale Tag. Wir montieren die Kassette drauf, ziehen die Stehbolzen an und messen mal durch, ob das in puncto Zentrierung alles geklappt hat oder unsere ganze Aktion quasi für die Katz war und das Ding danach quasi in eine Tonne wandern kann. Ne? Ja, genau. Also du warst ja letztes Mal nicht dabei. Nein, ich habe es ja nur jetzt hier gesehen. Ich finde es gut. Diese Zentrierstifte sind gut, die Bolzen sehen gut aus. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt. Du hast einen M11er Stehbolzen, der kann ja so 130 Newtonmeter. Ich würde aber erstmal mit 100 anfangen, nicht dass eventuell 130 Newtonmeter doch zu viel sind und dass dann die Stahlbüchsen im Block auch nochmal rausreißt. Okay. Ja. Ich war ja letztes Mal schon begeistert, wirst du gleich merken, wenn man nur diese Kassette drauf sitzt, wie saugend die da reingeht. Ja. Zack. Da kommt der Hammer zum Einsatz hier wieder. Der Hammerstiel. Das ist nochmal ein anderes Werkzeug. So, bitte entschuldigt die Nebengeräusche. Björn ist ja, wie gesagt, am Umbauen gerade hier. Der zieht ja quasi um. Das sind also die letzten Videos, die wir jetzt hier so machen. Deswegen wird nebenan noch fleißig gearbeitet. Ja. Deswegen könnte es so ein bisschen Geräuschen hier heute kommen. So, drauf. Das ging doch schon mal gar nicht so schlecht, oder? Ja, das ist okay. Also es fühlte sich auf jeden Fall schon mal irgendwie ein bisschen zentriert an. So, nochmal zur Erinnerung. Wir haben jetzt quasi wie original auf der einen Seite M8. Und auf der Innenseite ist normalerweise M10, das haben wir jetzt vergrößert auf M11. Was man hier nochmal sehr schön sieht, das hatten wir glaube ich in einem der ersten Videos, ist ja theoretisch ein Alublock, aber in der Kassette ist eingearbeitet quasi auf der Unterseite, also auf der druckbelasteten Seite, ein richtiger Stahleinsatz, der quasi natürlich deutlich stabiler ist als das Alu. Man sieht auch, dass dieser Stahleinsatz, der ist nicht quasi nur an der Kurwelle, sondern er geht wirklich komplett bis durch die ganze Verschraubung durch. Und man sieht hier quasi, wie in das Alu ein Stahlkern eingesetzt ist. So, du machst jetzt hier, Björn, irgendwie eine Art Öl drauf? Oder ja, was genau. Das nennt sich First Loop. Das ist das grüne, dicke Öl. Das nehme ich ja als Ersatz für die AAP-Paste, weil die AAP-Paste mir auf den Keks geht, dass sie immer so schwarz ist, in meinen Fingern klebt. So kommt dann die drauf. Ich habe ein paar Tests gemacht und sie war von den Reibwerten genau das gleiche wie mit dem AAP, sogar noch ein bisschen besser. Wofür macht man überhaupt was drauf? Weil normalerweise würden die Leute ja denken, oh, Schraubverbindung, Öl drauf, ist ja eigentlich... Ja, ja. Hauptsächlich die Kraft, die wir gleich da aufbringen, dieses Drehmoment, wird ja in Spannung in die Schraube umgewandelt. Aber man muss immer die Reibung abziehen davon. Und wenn man sie nicht ölt, dann ist die Reibung höher. Wenn man sie ölt, ist die Reibung niedriger. So öle ich die, dass die Reibung so gut wie null ist. Mit dem Öl besonders viel, mit der ARP passt die auch. Extra so ein graphithaltiges, nicht ganz graphithaltiges Zeug. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt die einfach trocken angeschraubt hätten, müsstest du nicht mit 130 Newtonmeter anziehen, sondern wahrscheinlich eher sogar mit 170. Ja, aber das ist dann relativ unreproduzierbar. Das kann immer anders sein. Das kann die Fettschicht, die Ölschicht an der Haut, die man so allgemein hat, schon Unterschied sein. Ja. Deswegen... Man sieht es richtig, wie das rausquillt, weil diese Auflageflächen, das ist wirklich ein großer Unterschied mit dem Ganzen. So, die anderen, die im Achter schon mal drauf. Falsche Ölkanne. Ja, man sieht richtig, wie das so Fäden zieht, richtig das Öl. Ne? Also das ist richtig dickes Zeug. Ich mache sie außen am Gewinde, da mache ich nochmal extra einen Tropfen in die Mutter rein. Hm, wo ist er? Hier. Und dann noch gleich einmal die Auflagefläche des Bundes.
Das überall. Aber beim Kopf nimmst du dann jetzt auch immer das Öl oder nimmst du am Kopf quasi weiterhin die Paste? Beim Kopf ist die Ausnahme, da nehme ich die Paste, weil das mit dem Montieren, es gibt da so ein paar Effekte sozusagen. Zum Beispiel darf man die nicht langsam anziehen mit dem Öl, weil dann das Öl sich langsam rausdrückt. Mhm. Und so soll es sozusagen wie so Aquaplaning immer dazwischen bleiben. Okay, verstehe. Ich habe ein paar Tests gemacht. Hauptsächlich habe ich den Test gemacht, indem ich mit der Stretch-Uhr bei ARP-Schrauben oder Pro-Series-Schrauben die bei gegebenen Drehmoment verglichen habe, wie die ja stretchig unterscheidet. Also wie viel länger sie geworden sind? Genau. Und alternativ ist ebenbürtig, ich habe Grundbohrungen mit dem gleichen Drehmoment angezogen. Und je enger die Grundbohrung wird, desto besser ist das Gleitmittel sozusagen. Ah, okay, also das heißt, bei gegebenem Drehmoment wird eine Bohrung, wenn es besser geschmiert ist, enger, weil man mehr Spannung erzeugt an der Schraube als mit mehr Reibung sozusagen. Das heißt, du kannst tatsächlich über das Drehmoment von den Muttern jetzt hier, dass die Bohrung hier beeinflussen. Ja, auf jeden Fall. Also hier ist so viel Torsion in dem ganzen Block drin, wenn du das jetzt anziehst, verändert sich die Grundbohrung. Ich mache jetzt zum Beispiel 50 Newtonmeter. Ich habe 70 mm eingestellt an der Messschraube und nulle damit die Uhr. Jetzt halte ich die Uhr rein und sehe, die Bohrung ist 700stel, 6,5 Hundertstel größer als 70. Also 70,065 ist die Bohrung mit 50 Newtonmeter. Jetzt erhöhen wir das auf 100 Newtonmeter. Gucken wir, ob sie hält. Das heißt, wenn es schlecht läuft, reißen wir jetzt gleich die... Ja, dann drehe ich weiter und es passiert nichts. Das ist dann wie nach... Wie heißt es? Nach fest kommt ab. Fühlt sich gut an. Alle sind sie irgendwie gleichmäßig vom Drehwinkel von 50 auf 100 Newtonmeter. Dementsprechend erstmal gut. So, gehen wir dann mit der Uhr rein. Wir haben jetzt von 50 Newtonmeter auf 100 Newtonmeter erhöht. Und die Uhr zeigt an, nur noch 300stel. Das waren diese 50 Newtonmeter, ergab 300stel enger. Mhm. Krass. Jetzt könnten wir entscheiden, ob wir... Ist das bei allen Motoren so oder nur beim Alu-Motor? Bei allen Motoren so. Bei allen, okay. Du willst es wissen, ne? 120 Newtonmeter. Wie viel ziehen wir die M8 an? 50 Newtonmeter. 50, okay. So, noch einmal hier auf... Da seht ihr, von 100 auf 120 Newtonmeter passiert jetzt vom Drehwinkel nicht so viel. Es ist... Ich versuche immer... dass sich eine Schraube, naja, eigentlich ist das schon zu wenig, Drehwinkel gerade. Das heißt, eigentlich hättest du von 50 lieber direkt auf 120 angezogen. Auf 80 und, ja, zum Beispiel, oder auf 80 und dann auf 120. Dass immer der Effekt entsteht, dass das Öl sich dazwischen sozusagen eine Gleitschicht bildet. So, 120 Newtonmeter ging auch gut. Mhm. Also ist schon mal gut. Mehr als 120, glaube ich, brauchen wir nicht. Und es hat sich wieder mal 100stel getan. Das war 200stel. 200stel brachte es nochmal von dem Durchmesser von 120 auf 100 Newtonmeter. Wenn wir jetzt zum Beispiel trocken eingesetzt hätten, hätten 120 gemacht, dann hätten wir wahrscheinlich 500/600stel, weil wir gar nicht die Spannung erzeugt hätten, obwohl wir gleich gezogen hätten. Ja, noch die äußeren.
Und dann kommt ja gleich noch die alles entscheidende Frage, ja, ob die Bohrungen auch noch rund sind. Ah ja. Richtig. Was können wir machen, wenn die nicht rund sind? Abplanen. Feierabend. Heute auf jeden Fall Feierabend. Abplanen von der Seite und die Grundbohrung, ob ich die dann gehohnt bekomme, weiß ich nicht, oder ob sie vielleicht gebohrt werden muss. Mhm. Das war 50 Newtonmeter, fühlt sich gerade für mich okay an, obwohl ich weit drehen muss. Ich glaube, später werde ich den auch in einem Schritt machen. Erst 20 Newtonmeter, dann 50 Newtonmeter. Mhm. Da seht ihr ja, wie viel ich drehe. Geht aber auch gut. Ich kann nur sagen, dass diese Bolzen alle definierter sind. Die kann man ein paar Mal anziehen und es fühlt sich immer gleich an. Mhm. Bei einer ARP-Schraube ist das nicht immer gleichmäßig, das mhm. Ganze. Man sieht manchmal leichte Fresserspuren, dass die Mutter und der Bolzen schwergänger wird, weil er anfängt zu fressen. Ja. Das heißt, hier haben wir auf jeden Fall ganze Leistung. Vielleicht brachte das jetzt noch mal fast. So ein paar Tausendstel bracht das noch mal. Krass. Die äußeren Schrauben. So, und jetzt wird interessant. Jetzt drehen wir den Block rum. Rumdrehen heißt? So. Wir können ich würde lieber mit dem anfangen. Plus 500stel. Plus 500stel. Jetzt habe ich den Versatz. Ich zeige das oben nochmal. Das ist die erste Spur. So. Plus 500stel. Plus 400stel. Damit können wir den Versatz messen. Mhm. Ist ja logisch. Wenn eins davon viel, viel größer ist oder schmaler ist, dann hat sich das verschoben. Mhm. Also die Seite passt. Mhm. Die Bogen ist relativ groß, ehrlich gesagt, weil eigentlich müsste die auch um die 200stel sein. Das muss ich noch einmal nachher kontrollieren mit dem Lagerspiel. Mhm. Das habe ich ja jetzt, wie lange habe ich den Block jetzt nicht mehr? Lange. Okay, das reicht. Ich würde mal sagen, so anderthalb Jahre oder so waren wir dabei. Okay, hier haben wir einen Versatz, einen leichten. Hier haben wir, also das ist sogar schon, da muss ich mal gucken, hier ist fast ein Zehntel größer und hier ist fast auf Null. Das bedeutet, Hälfte von dem ist es versetzt. Mhm. Also eins davon ist 500stel zur einen Seite versetzt. Zieht sich hier auch ein klein bisschen noch, nicht mehr ganz so stark. Das gucke ich mir mal an, ob das an den Zentrierstiften ist oder am liebsten wäre mir, glaube ich, dass ich eine davon runterschleifen würde, eine in diese Platte und dann die Bohrung noch einmal neu hone. Weil wir haben ja hier jetzt gerade ein bisschen Versatz. Kriegt man das denn noch gehohnt oder ist das schon zu viel zum Hohen? Das kriegt man gehohnt. Ich kriege natürlich nie was drauf gehohnt, sondern immer nur weggehohnt. Weggehohnt. Ja, und das heißt, du musst es jetzt so viel kleiner machen, dass es dann wieder passend rund groß gehohnt kannst. Genau, aber es muss nicht komplett rund passend sein. Mhm. Bei Hauptlagern, auch bei Pleulagern, es reicht sozusagen, wenn der Bereich hier maßlich, dieser Bereich hier maßlich in Ordnung ist. Dieses hier ist nicht ganz so wichtig. Mhm. Das ist sozusagen immer zu vernachlässigen. Mhm. Man muss immer nur gucken, ob es dort nicht enger ist, dass da eine Lagerschale sich sozusagen reindrückt und einen Fress erzeugt. Okay. Ja. Wie ist das generell mit Kurbelwellen-Lagerspiel bei diesem Motor? Ja, das ist, glaube ich, noch mal ein bisschen anders. Denn wir haben einen Alublock und eine Stahlkurbelwelle. Mhm. Bei deinem RS4 hast du zwar einen Gussblock, und eine Stahlwelle, aber beides ist sehr, sehr ähnliche Wärmeausdehnung. Mhm. Das heißt, das, was ich im kalten Zustand messe an Lagerspiel, ist auch nachher im warmen Zustand. Haben wir bei dem nicht so. Hier dehnt sich natürlich das Aluminium stärker aus als die Kurbelwelle. So muss ich eigentlich theoretisch das Lagerspiel geringer machen, weil es ist ja wichtig, wenn der Motor warm ist.
dass es dann passt. Deswegen glaube ich, gehe ich von diesen meinen schönen, die ich immer bei dem RS4 500stel mache, Lagerspiel, Hauptlager, gehe ich, glaube ich, runter auf 300stel. Mhm. Sozusagen merkt man vielleicht, ganz leicht merken, dass die Welle sich ein bisschen schwieriger drehen lässt, weil es ja bei 300stel langsam anfängt, dass man das fühlt, dass es enger wird. Aber wenn der Motor warm ist, passt es dann. Passt es, ne? Ja. Das heißt, in dem Fall immer warm fahren. Bei dem Motor habe ich ja schon ein paar gesehen, wo sie die Lagerschalen mitgedreht haben, wo irgendwas nicht gepasst hat. Vielleicht, weil die noch Italiener zu der Zeit es einfach nicht bedacht haben, dass sich Aluminium anders ausdehnt. Okay. Das heißt, man kann aber schon sagen, dass wir den Block weiter verwenden können. Dass ja, alle weiteren Schritte jetzt auf jeden Fall in die richtige Richtung gehen. Als nächstes wird durchgehont und so weiter. Stopp. Erst musst du planen. Ach so, natürlich. Also erst planen, dann durchhonen. Alternativ, wenn das nicht 100% passt, bohre ich das durch. Mhm. Wenn dann die Hauptlagergasse passend ist, dann geht es weiter mit den Büchsen. Mit den Büchsen, ne? Ja. Ja, cool. Aber alles in allem kannst du sagen, dass die Jungs von Pro Series gute Arbeit gemacht haben, sie gut auspasst, kann man das so machen. Stimmt. Die Kombination mit den, mit den Büchsen im Block, die das sie da repariert haben, mit den Bolzen zusammen, das gefällt mir. Jetzt ist natürlich noch die interessante Frage, wie lange das Ganze jetzt so geht. Ne? Nicht, dass jetzt irgendwie beim Zerlegen die Einsätze wieder mit rauskommen und so weiter, ne? Aber das werden wir ja im Laufe der Zeit sehen. Das stimmt. Ja. Die sind allerdings so hochfest eingeklebt, die kommen dann nie wieder raus. So. Ja, cool. Pass auf, wir legen den Block noch einmal hin. Dann können wir nämlich einmal noch mal zum Abschluss gucken, ob der untere Teil von der Ölwanne drauf passt. Den muss ich einmal kurz suchen. So, da haben wir ihn. Der musste nämlich auch für die M11er Bolzen musste der nämlich auch angepasst werden, weil hier die Muttern logischerweise drin liegen. Wir haben auch extra dafür flache Muttern gemacht. Manche Leute werden sehen, dass die Muttern ziemlich flach sind. Die sind normalerweise höher. Und jetzt gucken wir einfach mal, ob das Ding da drauf passt. Also, warte, ich hole das Spezialwerkzeug. Da passt es. Und die andere Seite auch. Der hat ja auch so Zentrierstifte, ne? Ja. Erstmal sieht es gut aus. Passt. Super. Sitz passt, wackelt in der Luft. Ja, geil. Ist für mich auf jeden Fall ein guter Tag, dass wir jetzt nach anderthalb Jahren endlich mit dem V10 hier weitermachen können. Und dazu das Ganze wahrscheinlich auch deutlich standfester als original ist. Ja. So, mit diesen fetten Einsätzen da drin, den 11er Bolzen und so weiter, glaube ich, dass wir lagergassenmäßig schon jetzt an einem Level sind, wo wahrscheinlich mit dem Block auch mehr nicht geht. Ne? Also wenn das jetzt noch auseinanderfliegt, dann ist eh Feierabend. Ja, da müssen wir uns herantasten. Ja, wir wollen es natürlich nicht hoffen. Wichtig ist, dass es jetzt weitergeht. Und genau aus dem Grund verabschieden wir uns jetzt von euch. Machen noch ein bisschen weiter und dann könnt ihr euch als nächstes entweder auf das Thema Buchsen oder auf die Lagergasse freuen. Und dann geht's auch schon weiter. Tschö. Ciao.